Es ist Dienstagvormittag. Im Pfarrhaus der Pfarrei St. Willibald nutzt Florian Leppert die Gunst der Stunde, um Klassenarbeiten zu korrigieren. In der katholischen Pfarrei in Weißenburg ist der 33-Jährige nun seit 2 Jahren tätig. In der Diaspora-Region ist zwar die Zahl der katholischen Einwohner gering, doch das Aufgabengebiet von Florian Leppert ist vielfältig. Ökumene und Öffentlichkeitsarbeit, Glaubenskurse, Schulunterricht, Sakramentenspendung, Besuchsdienst im Altersheim und. Ein Aufgabenfeld liegt ihm dabei besonders am Herzen. Ich denke, die Jugendarbeit ist für mich wirklich der Seite, wo ich mich selber auch als oftmals noch als Jugendlicher sehen kann, was ich ja nicht mehr bin. Aber an ihnen sehe ich, wie junge Menschen versuchen, ihren Lebensweg zu finden, wie sie Sinn in ihrem Leben versuchen zu deuten und ihnen da ein Stück weit zu helfen, ihnen eine Sinnoption zu geben, den Glauben näher zu bringen. Das ist ja das Schönste, was man tun kann, kleinen und großen Menschen von Gott zu erzählen. Und etwas zurückzubekommen, das ist so die kleine Belohnung, die man oftmals genießen darf. Selbst ist Florian Leppert in einer gut katholischen Familie aufgewachsen. Nach der Schule ist er zunächst in die Lehre bei einem Steuerberater gegangen und hat dort gearbeitet. Dann ist eben ein ganz wichtiges Ereignis in meinem Leben eingetreten. Und zwar mein Bruder ist bei einem Autounfall tödlich ums Leben gekommen. Und das hat in mir so die Sinnfrage noch einmal neu gestellt. Und ich bin dieser Frage bis eigentlich jetzt nachgegangen, der Sinn des Lebens, diese ganz essentiellen Fragen. Und deswegen hat sich dieser Berufungsweg langsam, aber sicher so kristallisiert, dass der Sinn des Lebens für mich in der Nachfolge Jesu Christi bestanden hat. Also haben Florian Leppert und sein Heimatpfarrer in Bayreuth gemeinsam überlegt, welche Möglichkeiten es für ihn gibt. Zunächst hat er dann im Bamberger Spätberufenenkolleg sein Abitur nachgemacht und danach das Theologiestudium begonnen. Später verbrachte er 3 Jahre bei einer geistlichen Gemeinschaft, denn welchen Berufungsweg er folgen sollte, das war ihm nicht gleich klar. 2008 ist er schließlich ins Eichstätter Priesterseminar eingetreten und 3 Jahre später nach Weißenburg gekommen. Die pastoralen Erfahrungen, die der junge Diakon auf seinem Weg gesammelt hat, waren nicht immer leicht. Die größten Herausforderungen ist, dass unsere Gesellschaft so Gott indifferent gegenübersteht. Und dort in diesen Kontext, in dieses Umfeld hinein, das Evangelium zu verkünden, sehe ich als sehr gewichtig, aber auch sehr spannend an. Gelegenheit, das Evangelium zu verkünden, hat Florian Leppert zum Beispiel, wenn er Unterrichtsstunden in der Grund- und Hauptschule gibt. An diesem Vormittag geht es wieder in die 4. Klasse der Weißenburger Grundschule. Ein neues Thema steht an. Weil gerade Fastenzeit ist, möchte er die Kinder sensibel machen für die Themen Leben, Leiden und Tod. Die Unterrichtseinheit hat Diakon Leppert gut vorbereitet und seine Schüler nehmen eifrig daran teil. Auch wenn ihm das Unterrichten nicht von Anfang an leicht fiel, so ist es ihm doch ein Herzensanliegen, die Botschaft Christi weiterzutragen. So freut sich Florian Leppert auch schon auf die Veränderungen, die sein baldiges Priestertum mit sich bringen wird. Das Schönste ist, dass die Menschen, die dann zu einem kommen werden, eine ganz besondere Erwartung auch an den Priester dann haben. Also vor allem in der Feier der Heiligen Messe und vor allem in der Beichte sind ja nochmal ganz andere Möglichkeiten, den Menschen von Gott zu erzählen. Denn mit seiner Weihe zum Priester darf Florian Leppert auf besondere Weise im Namen Christi handeln. Er hat erkannt, das ist der Sinn seines Lebens.